Demonstrationen, Krawalle, Proteste. Ostern 1968 in Berlin und zahlreichen westdeutschen Großstädten. Der erste politische Mordanschlag erschüttert die Bundesrepublik. Auf dem Kurfürstendamm die letzten Zeugnisse des Attentats. Sein Opfer Rudi Dutschke, der Ideologe des außerparlamentarischen Widerstandes gegen das Establishment. Im Keller eines Neubaus stellt die Polizei nach einem Schusswechsel den Attentäter, den 23-jährigen Anstreicher und Hitlerverehrer Josef Bachmann, der den Anschlag auf Dutschke nach dem Mord an Martin Luther King plante. Die Absicht des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, durch eine Auslieferungsblockade von Springer-Zeitungen auf die vermeintliche Mitschuld der Springer-Presse an dem Attentat hinzuweisen, führt zu den schwersten Studentenunruhen in der Bundesrepublik. Mit Wasserwerfern, Tränengas und Schlagstöcken geht die Polizei gegen die Demonstranten vor. Bei den Auseinandersetzungen werden zahlreiche Protestierer und Polizisten verletzt. Güter im Werte von 500.000 Mark zerstört. Zum ersten Mal aber verhaftet die Polizei auch Mitglieder unpolitischer Schlägertrupps, die sich mit Messern und Schlagringen an den Unruhen beteiligen. In Berlin, dem Brennpunkt der Auseinandersetzungen, fordern die Demonstranten unter anderem den Rücktritt des Senats, die Enteignung des Springer-Konzerns und eine einstündige Sendezeit für die außerparlamentarische Opposition. Der massive Druck der Protestierenden alarmierte die Vertreter aller demokratischen Kräfte in der Bundesrepublik. In Berlin argumentierte der prominente FDP-Politiker Professor Dahrendorf. Wenn überdies Bild am Sonntag seine Meldung über den Gesundheitszustand von Herrn Dutschke nicht anders zu überschreiben weiß als Dutschke flucht wieder, dann sehe ich darin einen Geist zynischer Inhumanität, wie ich ihn bei Herrn Dutschke selbst zu keiner Zeit gefunden habe. Die andere Hälfte des Teufelskreises, die der Protestierenden, tut allerdings das ihre dazu. Der SDS aber hält an seinem Ziel, an der permanenten Provokation fest. In der Berliner Führungsspitze gab man uns Auskunft über die Marschroute. Ja, unsere Aktionen stehen also jetzt ganz unter dem Zeichen der Vorbereitung eines sozialistischen 1. Mai, mit dem wir den Arbeitern in Berlin zeigen wollen, dass sie nicht mehr vertreten werden von ihren Parteien und ihren Gewerkschaften. Werden Sie auch zu Gewaltmaßnahmen greifen oder nicht? Was verstehen Sie darunter? Anstecken von Fahrzeugen, Einwerfen von Scheiben. Die Arbeiterklasse hat im letzten Jahr schon bewiesen, bei ihren spontanen Streiks, dass sie sehr wohl weiß, dass Gegenstände, vor allem wenn sie zum dem bürgerlichen kapitalistischen Privateigentum unterliegen, nicht tabu sind. Selbstverständlich werden wir solche Maßnahmen weiter planen, insbesondere gegen den Springer-Konzern. Wir werden aber nicht Personen angreifen. Das freimütige Bekenntnis zum Terror beunruhigt die Bundesrepublik. Es mehren sich die Stimmen, dass die revoltierenden Studenten die Freiheit der Meinungsäußerung missbraucht und ihren Kredit verspielt hätten. Die Fliegerweisheit, Luftfahrt beginnt auf dem Boden, ist alt. Doch tonnenweise Kieselsteine für die Sicherheit bei Landung und Start, das ist neu. In Farnborough testeten Jets der Royal Aircraft zum ersten Mal eine neue Bremstechnik. Die Kieselsteinstrecke am Ende der Piste stoppt die Maschinen selbst bei hoher Geschwindigkeit schon nach 100 Metern. Noch einen Vorteil hat das englische System. Es ist billig. In Middlesex entwickelte eine britische Firma diesen 10.000 Mark Zwitter aus Sicherheitsglas, Plastik und wenig Schrauben. Halb Minicar, halb Omnibus soll die quadratische Erfindung mit einem Wendekreis von 5 Metern und kostenlosem Panorama die Lösung des Verkehrsproblems sein, sagen die Hersteller. Noch etwas verspricht die Firma. Der Glaswagen mit 75 Spitze ist der beste Lückenbüßer, den es je gab.
Sie arbeiten an einem Wunder für 70 Mark. So nennen Experten das 3x80E. Dieses Fernglas aus einem Werkstoff der Raumfahrttechnik hat die Chance, selbst den japanischen Optikmarkt zu sprengen. Das Geheimnis der 380 Gramm aus Bayreuth, sie sind garantiert nicht kaputt zu kriegen. Die Redaktion der Zeitlupe wettete dagegen. Sie hat verloren. Alles aufsitzen zu einem Modebummel für junge Leute. Pierre Cardin aus Paris präsentiert ein super Tandem voller Gags, mit denen man sich sehen lassen kann. Wichtige Details, der Umschlag ist wieder im Kommen. Slipper bleiben der letzte Schrei, Schnallen dürfen nicht fehlen, nur Opas Schuhe sind geschnürt. Der junge Herr trägt Knickerbocker, passend zum Dress seiner Freundin. Partnerschaftskleidung ist groß in Mode. Ein Tick Romantik und ein Schuss Gangsterlook Chicago anno 1930. Bonnie und Clyde sind nicht tot zu kriegen. Hohe Rollkragen sind en vogue. Der Schlapphut konkurriert mit einem Zwischending von Sturz- und Schutzhelm. Erste Anzeichen für einen Protestierlook in Deutschland. »7000 Boxfans warten auf eine Sensation. Im Berliner Sportpalast wagt sich Deutschlands leichtfüßiger Boxprinz Wilhelm von Homburg an den farbigen Amerikaner Dave Bailey, den Favoritenschreck in deutschen Ringen. In der dritten Runde trifft Bailey mit einem kurzen rechten Haken. Der Prinz geht zum ersten Mal zu Boden. Ungestüm greift der 206 Pfund schwere Amerikaner immer wieder an. Seiner Schlagkraft setzt der 40 Pfund leichtere Deutsche nur Mut und schnelle Beine entgegen. 7. Runde. Wieder trifft ein rechter Haken. Der Prinz ist angeschlagen. Achte Runde. Nach einer Doublette sinkt Wilhelm zum dritten Mal in den Ringstaub. Doch mit der Tapferkeit eines Prizefighters stellt sich der Deutsche erneut den Schlägen seines Gegners. Der 34-jährige Boxveteran, der bereits Miltenberger zu Boden und den deutschen Meister Zech K.O. schlug, erteilt auch seinem dritten deutschen Gegner eine Boxlektion. Sein kurzer rechter Haken trifft immer wieder Homburgs Kopf. Zehnte Runde, die letzte eines Kampfes zwischen ungleichen Gegnern. Allein mit seiner Kampfmoral verdient sich Homburg die Gage dieses Abends. Mit einem überlegenen Punktsieg wahrt Dave Bailey seinen Ruf, Wilhelm von Homburg aber verlässt nach 37 Kämpfen zum sechsten Mal den Ring mit einer Niederlage.